Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood und unserer super Stealth-Mission. Ey, ich könnte jetzt schon kotzen. Ich könnte jetzt echt schon kotzen, ne? Der Typ macht hier immer seine Runde. Okay. Der hat uns nicht gesehen. Der wird uns sehen. Wie soll ich denn das machen? Der dreht sich dann immer wieder um. Ich habe ein schmales Zeitfenster. Ein sehr, sehr, sehr schmales Zeitfenster. So, jetzt läuft er dahin. Boah, Alter. Boah. Wie gesagt, ich probiere es. Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Roma. Sie ist in guten Händen. Okay, jetzt erklärt mir mal, wo es weitergeht. Meine Damen und Herren, ja. Einen Weg ins Innere des Turmes finden, ja, sehr gut. Ah, ach doch, da hoch. Ich dachte, das war ein Witz jetzt. Tschüss. Boah, der ist aufgeklatscht, Alter. So, ich muss jetzt, ich will nicht auf Risiko gehen. Da drüben ist noch einer. Ich mache die alle nach und nach weg, ne? Das ist mir völlig wurscht, auch wenn es jetzt ein bisschen länger dauert. Ich habe gesagt, ich möchte mich dran probieren und ich möchte es auch. Oh, scheiße. Oh, Alter. Oh. Komm her, komm her. Hallo. Oh, es wird dunkel. Komm her, hopp. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Oh, da muss ich einen Schluck trinken. So, sollte besser gehen. Oh, Hilfe. So, das mache ich jetzt aus der Luft, ja. Ganz easy, easy peasy. Ganz easy peasy mache ich das. Und damit wäre ich schon fast im Inneren. Oh, da unten ist noch einer, ne? Da sind noch mehrere. Oh, leck mich doch am Arsch! Rückzug! Hat die mich verarschen? Wieso laufen denn da so viele? Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Runter mit dir. Daher. Gut. Boah. Leck mich am Arsch. Ich glaube, an die Mission erinnere ich mich. Ich hasse diese Mission. Ja, ich denke mal, er kann da jetzt nicht einfach so rüberspringen. Habe ich hier Save Points? Komm schon, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Nein! Verpiss. Oh, Alter! Leck mich doch am Arsch! Ich kann doch hier nicht einfach.
Nein! Leck mich am Arsch! Das kann nicht wahr sein! Ja, gut, jetzt ist eh wurscht. Jetzt ist eh wurscht. Moa, ey. Wie sowas ankotzt. Da muss ich warten, bis der zurückläuft. Das war so gut, ja? Oh, nein, 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 falsche Taste. Der sieht mich. Na, eigentlich ist doch wurscht. Komm, scheiß drauf. Welche Richtung? Marda! Ich sehe ihn nicht mehr. Welche Richtung? Tschüss. Oh Mann, das ärgert mich. Da war ich einmal fast richtig gut in so einer Stealth-Mission. Fast so richtig gut, ne? Leute, jetzt muss ich da rüber. Ernsthaft? Leck mich. Fällt überhaupt nicht auf, Alter. Oh Gott, die werden gleich meckern. Von daher. Hier fällt die Leiche runter. Oh Gott, das will, nee, das wird heftig. Kann es sein, dass ich in die andere Richtung muss? Da liegt eine Leiche, ja. Und die untersuchen die gerade. Ja, macht ruhig mal, ne? Der Typ, der hier hochklettert, der ist gar nicht interessant. Alter! Ich kriege hier voll... Ich kriege hier voll Panik, ey. Lucretia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin. Ja, Ezio ist überhaupt nicht aufgefallen. Vor allem nicht dann, als die zum Fenster gelaufen sind. Lucrezia Borgia. Die alte, ey, die hab ich so gefressen. Das funktioniert doch jetzt niemals, ne? Boah. Ach nee, ich muss ja eh nach unten. Warte, 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 warte. Wartet mal, loslassen, festhalten. Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Der Generalhauptmann! Der Spacko. Oh, wie komme ich denn jetzt... Da, ach so. Ah, schon heftig, so eine Stealth-Mission. Also ich weiß nicht, ob ich die jemals schaffen werde, weil ich halt mich echt... Und es gibt ja... Natürlich gibt es in solchen Spielen kein Quicksave, ne? Schnell speichern. Ich würde ja so abgöttisch einfach abgehen, aber es funktioniert nicht. Katharina! Öffnet die Zelle! Alter! Was machst du jetzt? Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre. Alter. Sein. Ich glaube, Lucrezia wird sterben. Gib mir den Schlüssel. Ja, ihr den Schlüssel geben, die haut ne weg. Genau, schön ins Dekolleté rein. Du alte Schabracke, ne, wirst, glaube ich, sterben. Habe ich so das Gefühl, ja? Weiß nicht, wie ich da drauf komme. Da könnt ihr nicht mehr, ne? Eure kleinen Spielchen machen. Das ist schon wieder so ein Typ. Das sind zwei. Da ist noch einer. Oh mein Gott.
Eigentlich ist ja eh wurscht, komm. Ja, Ding. Leck mich am Arsch. Theoretisch hätten die mich schon viel früher gesehen. Ja. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Gern gemacht, gern geschehen. Lol, aus der Entfernung hätte der ein Attentat gemacht. Gehen wir halt so rein. So, wo bist du denn, Madame? Muss ich... Ich muss da runter, ne? Ja. Alter, guckt euch mal an, wie lang die Mission geht. Wie lange soll man das machen? Wie lange soll man denn da unerkannt bleiben, bitte? Der läuft einfach weiter. Sein Kollege wird ermordet. Und was macht er? Er läuft einfach weiter. Ja, ja, klar. Was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Sei doch nicht so eingeschnappt. Femme fatale. Den Schlüssel zu Katharinas Zelle von Lucrezia Borgia besorgen. Nicht mehr als 10 Quadrate der... Ja, klar, kein Problem, machen wir. So, in der obersten Etage, Bitch. Wo bist du? Sie haben E-Mails erhalten. Ja, habe ich vorhin schon gemacht. Und da hatte ich keine Ich muss hoch, ne? Da hatte ich keine E-Mails. Das verwirrt mich voll. Sie haben E-Mails erhalten. Ja, super. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Oh. Er. Haben wir wohl hier ein kleines bisschen... Cesare war immer schon eifersüchtig an mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser... Die Alte, ne? Deine Lippen rufen nach... Ist hier voll mit dem Heermarschall zusammen und was macht sie? Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Lol, ich hätte da einfach durchlaufen können? Nee. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Ein heimtückischer Plan. Hallo, Madame. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Wo ist er? Jetzt! Hast du dir wohl so gedacht, du kleiner Penner? Alter! Okay, so viel zum... So viel zum Thema. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Wo muss ich denn... War ja klar. Hast du dir echt so gedacht? Die gefangene Person ist im Begriff zu fliehen. Ja, deine Mutter flieht. Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Ja. Ja. Sind Heldentaten, ja. Laut meiner Definition sind das welche. Was aus den Paxi wurde, als eure Jagd beendet war?
Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Ja, du rennst sogar in die richtige Richtung. Nein, nein, nein! Alter! So viel zum Thema nicht 10 Quadrate verlieren! Die guckt einfach zu und im nächsten Moment. Hier geblieben, Mann. Alter, halt die Schnauze. Sei ruhig. Die Frauen durften nicht heiraten. Und von muss ich da hoch? Nee, ich muss doch nicht da hoch. Quatsch, ich muss runter. Einfach so. Ich muss runter. Ganz weit runter. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten. Ach komm. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig es zu durchschauen. Meine Güte, ey, jetzt. Bleib mal da. Geh mir nicht auf den Keks. Wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringt. Ach, deine Mutter bringt auch. Zweck anders als ihr. Alter. Das hat ein Nachspiel. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr mit den 10 Dingern. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verloren habe. Bis jetzt. Muss ich links oder rechts? Musste ich noch eins runter? Ja, ich... Nee. Doch? Hä? Ach, hol da nicht rum, ey. Alter. Die nervt so. Hä? Hier bin ich doch gar nicht richtig. Hä? Moment mal. So, gleich nochmal schnappen. Aber musste ich hier nicht runter? Doch, dann hier. Hier, ne? Ich hoffe, die Einrastfunktion geht nicht los, ey. Bin ich überhaupt richtig? Hä? Nee, ich muss... Ja, dann renn mal los. Hallo. Musste ich jetzt doch nach oben? Ich blick da jetzt echt gerade nicht durch, ne? Ohne Scheiß. Weil hier unten ist ja gar nichts. Hier geht's nicht weiter, also muss ich doch wieder nach oben ein Stück. Ah, lol, da. Oh. Ja, dann renn doch mal zu. Bis hierhin. Hier geht's nämlich lang. Jawohl. Ich denk mir schon, wo muss ich denn lang? Boah, das dauert so lang, dadurch, dass... Na, hier geht's so wieder hoch. Hier sind die Kerker, ja. Hier, doch, hier sind wir eigentlich... Ah, da vorne ist es. Also ich verliere hier voll den Überblick. Da kommen doch bestimmt auch gleich welche. Nö, schnapp sie. Oder? Nein? Nein? Cool. Das heißt, wir haben es geschafft. Plus 800. Jawohl. Salute, Lucrezia. Volle Synchronität. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache. Ich hab... Kannst du laufen? Nein. Ich glaube, da ist ein bisschen mehr stinkig. Ich schätze, wir gehen vorne raus. So, die Bürde, die wir tragen. Nicht entdecken. Oh, leck mich doch am Arsch. Mit Katharina aus der Burg fliehen und diese Stelle erreichen. Ja, wie soll ich mich da nicht entdecken lassen, bitte? Klär mich da mal auf. Leck mich, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wie bitte soll ich mich da nicht entdecken lassen? Als hätte ich eine Wahl. Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Ach Quatsch. Ja, rennt immer nur voraus. Du hast Familie. Du bist schneller als wir. Bam! Bam!
Ja, du hast Familie, das ist richtig. Und außerdem reden wir hier von Ezio Auditore, ja? Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Deswegen. Nella Politica. Natürlich, ich wusste es. Du musst nichts erklären. Tschüss. Alter. Arschloch. Und auch so, da wäre ja gar nicht da. So. Wag es nicht. Wag es nicht. Und er nochmal knallert mit drauf. Filio di Putana. Tu so etwas nie wieder. Ja, ja. Ist klar. Lol, die Kamera. Ach ja. Nee, wir können sie ja eigentlich gar nicht. Ich würde sie auch gar nicht zurücklassen wollen. Fand ich immer schon eine treue Untergebene. Also nicht Untergebene, aber... Der läuft einfach vorbei. Das Spiel ist manchmal echt komisch. Der läuft an seinem Kollegen vorbei, merkt, oh, der taumelt und so weiter. Es wird von dort drüben geöffnet. Welche Kurbeln? Oh. Hallo, Mister. Ja, ich muss aber die Kurbel betätigen. Ich weiß, dass die da vorne ist. Oh, da muss ich die... Ernsthaft? Ich lass die so liegen. Das ist aber nicht jugendfrei. Oh, jetzt muss ich da hoch. Kann ich das machen, während die hier liegen bleibt? Komm schon, bitte. Ich bin da nur ein bisschen höher. War hier nicht ein Typ? Egal. So, Tor ist im Offen. Ja, ich fliehe. Die Engelsburg. Wow. Zum Glück ist die Aufgabe mit den Quadranten schon vorbei, sonst hätte ich, glaube ich, jetzt verloren. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. So. Da war er so mit dem Angriff beschäftigt. Da war er so beschäftigt, mich da wegzumoschen. Nee. So, die Stelle. Ja, nicht entdecken lassen, er war klar. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke, ich decke dich. Oh ja. Hüter von Forli, eine Attentatsserie auf mindestens 5 Wachen schaffen. Katharina bei ihrer Flucht aus der Engelsburg zu dem Pferd, zu Pferd eskortieren. Klar. Aber wie soll ich Attentate machen? Vom Pferd aus? Hi, hi. Hallo. Alter, die geht ja in die andere Richtung. Oh lol, oh lol, oh lol, 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 lol. Was? Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück. Sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Na toll, jetzt habe ich das auch wieder nicht geschafft, ne? Oh lol. Wer möchte? Du? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich hab euch schon durchschaut. Wer möchte? Hallo. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit deinem Scheiß. Diese Attentatsserie ist einfach nur so geil. Alter.
Ich klicke wie bei so einem Hack'n'Slay-Spiel, aber das ist einfach nur so geil. Ich liebe das. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Oh, Junge. Ich habe keine... Habe ich noch? Ja. Was war das? What? Was ist denn da los? Was? Wieso werden die angegriffen? Lass mich doch in Ruhe. Oh, wieso wurden die jetzt angegriffen? Ich muss hier aber... Oh, leck mich doch am Arsch, Junge. Wieso bist du schneller als ich? Ich bin Ezio. Du kannst nicht vor allen Wachen davonlaufen. Verstecke werden im Kampf... blaue Punkte, ich weiß. Ich weiß das. Ich weiß das schon. So, der Typ, der geht jetzt drauf. Lol. Ach so. Lass mich doch in Ruhe. Alter. Immer dasselbe Mist. Okay, gut. Das war's mit diesem sehr anspruchsvollen Part von Assassin's Creed Brotherhood. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir hier wieder zurück sind bei Katharina Sforza und dem Rest. Wir haben es jetzt trotzdem andersrum gemacht. Wird Machiavelli nicht gefallen, aber was soll's. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Ganzen hier. Macht's gut.